Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum dritten Star Wars Jedi Fallen Order Let's Play. Ja, Freunde, wir machen heute weiter mit der dritten Folge. Gestern kam Folge Nummer 2. Ich habe euch gesagt, wenn ihr die 10.000 Likes voll macht, kommt das Spiel jeden Tag. Und ihr habt das Video komplett auseinandergenommen. 14.000 Likes zu 60 Dislikes, das ist eine Resonanz, die mir zeigt, ey, das Spiel musst du jeden Tag bringen. Die Leute wollen es sehen und ihr bekommt es auch, Leute. Mich würde es natürlich weiterhin freuen, wenn ihr jeden Tag die Likes hier auseinander nimmt. Wenn wir vielleicht sogar auf jede Folge die 10.000 Likes schaffen, das wäre auch mal ein Rekord, den wir lange nicht mehr gebrochen hätten. Aber ich muss wirklich sagen, das Spiel ist Bombe. Es ist so ein Mix aus Abenteuerspiel, Actionspiel. Man muss rätseln. Es hat was von Uncharted. Es hat was von Last of Us, haben einige geschrieben. Und das mit dem Laserschwert feiert ihr sowieso. Und wir machen genau an dieser Stelle weiter, wo wir gestern aufgehört haben, Freunde. Denn wir haben hier meditiert und ja, sind gerade dabei, den Planet Bogana zu erkundschaften. Und ich kann euch eins sagen, Leute, mein Sprichwort wird langsam zum Running Gag, habe ich das Gefühl. Ihr müsst das bald auch mal so verbreiten, wie keine Schwäche zeigen. Irgendjemand kommentiert was und ihr müsst dann darauf antworten, boah, guckt euch das Wasser an. Aber guckt euch das Wasser an. Ja, Mann. Das Wasser ist zu krass. Oha, da haben wir schon direkt hier die ganzen Viecher da unten. So, wir machen jetzt weiter. Let's go. Ich werde natürlich versuchen, weiterhin die Folgen so circa 20, 25, 30 Minuten zu halten. Boah. Und ihr habt gesagt, manchmal übertreibe ich ein bisschen mit meinem... Ja, aber da fühle ich das richtig, Leute. Merkt ihr das, wie ich das fühle dann in dem Moment? Digga, ich schwör's dir. Wisst ihr, worauf ich warte, einfach hier Anakin, Obi-Wan und so zu treffen? Das wäre einfach zu krass. So, ihr habt aber auch geschrieben, das mit dieser Hologrammkarte ist nicht so geil. Braucht man auch nicht immer. Wir können auch hier runter. Ey, das ist unglaublich. Ich müsste dieses Spiel meinem Vater zeigen. Der wird, glaube ich, auch durchdrehen. Das werde ich auch nächstes Mal machen, wenn er hier ist. Krank, 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 krank. Oh, guck mal hier, unser... Noch etwas? Unser kleiner Roboter kann mal ein bisschen hier scannen. Parafisch. Das ist der Parafisch, der macht Para. Gucken wir uns mal an, das ist der Parafisch. Parafische leben in großen Wasserkörpern und fressen primär Algenfasern und andere Pflanzen. Werden die Algen knapp, sterben viele der Fische. Jetzt der Fallprozess erhöht den Säuregehalt des Wassers, damit zu nehmen. Ah, dein Schnauze, Digga. Guck mal, bin ich hier gerade Biologieunterricht? Ich will Star Wars zocken. So, ich schaue uns erstmal ein bisschen weiter um hier unten. Vielleicht... Ha! Wo kommt der pisst da denn her, Alter? Mann, ey! Ah! Der mich erschrocken, ey. Terrarium-Samen erhalten. Kriegt gleich einen ganz anderen Samen hier. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Diese Wasser-Pokémons, die hier rauskommen. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal wieder zurück. Denn da gab es ja noch andere Wege. Das finde ich geil, Mann. Hier gibt es viele verschiedene Wege. Eigentlich bin ich nicht so der Fan davon, wisst ihr ja. Aber so ist es ja auch bei Uncharted gewesen. So wie es hier ist, ist es perfekt. Ich liebe es so. Es ist ein Mix aus Abenteuer-Adventure-Spiel. Übelst heftig. Übel heftig. So. Können wir uns nicht festhalten? Ja, jetzt beginnt wieder das Rätseln, Leute. Ihr könnt ja miträtseln. Ich werde auf jeden Fall hier erstmal nichts überspringen, wo es weitergehen könnte. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Okay, guckt euch diese Salamander da unten an. Die brauchen wir nicht zu töten. Oh, was hat denn hier gerade so geblitzt? Vielleicht können wir diese Pokémon-Dinger aus dem Wasser raus. Okay, hier ist bisher immer noch nichts. So. Wo ist unser Roboter? Da kann man wieder ein bisschen scannen. Ah. Gut gemacht. Zaur. Was ist denn Zaur? Indem sie dank ihrem festen Standes schnell und geschickt verschiedene Oberflächen wie Höhlenwände überqueren können. Da sie sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren, agieren sie bei wärmenden Temperaturen deutlich langsamer als in der Kälte. Okay, das heißt, mit Laserschwert müsste das ja eigentlich gut reagieren, weil das schön warm ist. Na egal, wir gehen mal hier weiter. So. Siehst du was da drin? Also Leute, wie gesagt, wenn ihr die 10.000 Likes wieder auseinander nimmt, würde mich das übel freuen. Weil das Spiel ist einfach Bombe, Digga. Wir haben wieder ein Spiel gefunden, was dem Kanal so viel Hype bringt. Und das freut mich einfach abnormal. Oha, was ist das denn jetzt? Oha! Ja, Bruder, wir sind in der Matrix! Was ist das denn? Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Aber das war echt unser Meister, von dem wir geträumt haben.
Laufe und springe alle auf zerfurchten Wänden, um daran entlang zu laufen. Schneller, mehr Intensität. Ach geil, Mann, so haben die trainiert früher. Alter, krank. Wandlauf. Laufe auf zerfurchten Wänden, um neue Gebiete zu erreichen. Geschafft. Er hat dir auch letzte... und er macht als Verbündeten. Er hat dir auch letzte Folge gesagt... Ich erinnere mich an alte Tricks. Er ist nicht mehr eins mit der Macht. Und das versuchen wir jetzt nach und nach aufzubauen, Digga. Den wieder zu dem Alten zu machen, der er vorher ist. Und danach nehmen wir alles auseinander. Ja, Bruder. Gut die Wand lang gelaufen. Ja, da, also... Das fand ich gerade echt stabil. Na, ich glaube, wir müssen es da oben machen. Ich weiß es nicht. Moment. Ne, da drüben, da geht's ja... Da sind wir hergekommen, oder? Ach, krass. Müssen wir hier so hochrennen, oder was? Nee. Oder? Warte, wir müssen mal ein bisschen rätseln hier. Also da... Meint ihr, das bringt was, oder ist das falsch, was ich mache? Ich probiere es einfach mal. Nee, also ich denke nicht, dass das irgendwas bringen wird. Wir müssen uns mal ein bisschen umschauen, Leute. Guck mal, es geht doch ganz nach oben. Seht ihr das? Ich stehe die ganze Zeit bei irgendwelchen Tiere hier. Also, wenn es da oben nicht hingeht, dann muss es ja hier lang gehen. So. Okay. Aber hier, diese Wand kann er nicht lang rennen, weil die ist nicht gerade. Okay. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass wir jetzt wieder zurück müssen und woanders weiterschauen. Aber hier gerade finde ich nichts. Oh, die Melodie. Okay, wir könnten mal so probieren. Also auf diesen Wänden kann der easy langlaufen. Das heißt, wir können hier auch rüber und er kann hier auch langlaufen. So. Das heißt, wir können zurücklaufen. Aber da oben ist der Weg versperrt. Das heißt, wir können vielleicht diese Fähigkeit in einem anderen Gebiet... Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Erreiche das Gewölbe. Boah, das mit dieser Holocard ist echt schwer zu verstehen manchmal. Ohne Witz, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, wir sind ja diese Position. So, wir sind... Er hier. So, wir können jetzt hier lang... Boah, Digga, das ist echt kompliziert, oder? Checkt ihr das direkt auf den ersten Blick? Okay, vielleicht ist ja das gemeint. Dann ist ein Speicherpunkt. Aktuelle Ebene. Das haben wir noch nicht erforscht. Hier ist unser Schiff. Okay. Wir gucken einfach erstmal. Wir gucken einfach. Wir finden das schon selber raus, Leute. Ihr habt auch gesagt, es ist nicht zwingend notwendig. Ah, guck mal, was haben wir denn da? Ja, da sehe ich schon was. Da können wir nämlich ganz easy jetzt hin. Ich zeige euch mal wie. Okay, was heißt ganz easy, aber... Ja, Mann, genau so wollte ich das. Perfekt. Dann haben wir direkt was gefunden. Echo wahrnehmen. Das macht ja übel Laune, dieses Spiel, Leute. Ohne Scheiß. In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Meditation. Okay, Meditation. Ein gut versteckter Meditationsbereich. Wer auch immer hier war, kannte den Orden der Jedi. Okay. Entweder wir klettern jetzt hier hoch, was nicht geht, oder wir rennen die Wand weiter lang. Nee, hier können wir auch nicht mehr lang rennen. So, hier waren wir. Hier ging es nicht weiter. Ne? Wir müssen uns das ein bisschen so einprägen. Ja, oben war ja der Pfad versperrt. Ich denke nicht, dass wir das gerade falsch gemacht haben. Ne. Hier geht es definitiv nicht weiter. Es kann höchstens da oben weitergehen, was ich mir vorstellen kann. Deshalb sollten wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Vielleicht kann er sich an den Ketten festhalten. Ne. Ah, das finde ich geil, dass wir hier einfach mal schön überlegen müssen. So. Genau, jetzt sind wir da, wo wir vorhin nämlich waren. Hier sind wir hergekommen. Da sind wir hergekommen, genau. Schafft es da nach oben? Nee, das heißt, wir müssen irgendwie von der anderen Seite darüber kommen. Wir können aber jetzt zum Glück die Wand lang rennen. Ja, und jetzt können wir da easy hoch, genau. Okay, wir haben den nächsten Punkt rausgefunden, wo es weitergeht. Sehr, sehr wichtig. So, whoop, whoop und zack. Und hier haben wir wieder was gefunden. Echo wahrnehmen. Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Coruscant? Frustration? Die abgelegte Tasche eines Besuchers von Coruscant. Letzterer war wegen des Rates der Jedi seltsam frustriert. Was hat das da oben zu bedeuten, Leute? Warte mal. Was hat das jetzt zu bedeuten? Wenn wir hier runtergehen, bringt uns das nichts. Aber irgendwas hat das Ding da oben zu bedeuten. Kommen wir da nur hoch, ist die Frage. Ah, ich hab... Nee.
habe jetzt vielleicht gedacht, dass wir jetzt hier von Wand zu Wand springen. Also wir springen jetzt zuerst auf die rechte. Links. Ja, bringt uns aber nicht viel. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Und das leuchtet ja auch rot. Das heißt, hat irgendwas zu bedeuten. Also entweder müsst ihr jetzt hier zurück, komplett zurück. Oder wir haben hier irgendwas übersehen gerade. Was ich eher glaube. Wir haben irgendwas übersehen. Irgendwas können wir hier machen. Das bringt absolut nichts. Geht's hier irgendwo hoch? Nee. Es geht hier nicht hoch, Leute. Okay. Dann müssen wir also wieder... Ich denke mal nicht komplett runter. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Frage ist bloß, wie? Lass uns mal ein bisschen anschauen. Das finde ich geil, Mann. Solche Rätselbombe. Bombastisch, Digga. So macht Zocken wieder Spaß. Ohne Witz. Das ist geil, ey. Das ist ein geiles, geiles Game. Wie kommen wir da bloß hoch? Vielleicht gehen wir nochmal hier lang? Haben wir vielleicht hier eine Option? Hier waren wir ja in der letzten Folge gewesen, Freunde. Da war ja auch dieses eine Riesenvieh. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Wir schauen uns mal ein bisschen hier um. Das bringt uns ja nichts hier mit der Wand. Oder? Kommen wir da zu Orten, wo wir noch nicht gewesen sind? Ich denke mal eher nicht. Oder? Hier waren wir noch gar nicht, oder? Hä? Die haben wir noch gar nicht gefunden, diese Kiste hier. Okay, vielleicht konnten wir letztes Mal gar nicht hier hin. Was ist hier drin? Hast du was gefunden, BD1? Neuer Lichtschwertschalter erhalten. Mit Mut und Weisheit. Lichtschwertschalter. Okay. Gucken wir uns das mal an, Moment. So, Lichtschwertschalter, Fähigkeitenbaum. Das sind unsere Angriffe, die wir bisher haben. Anpassen. Haben wir hier irgendwas Neues? Nee. Aber wir können die Farbe von dem Kleinen da ändern. Ich finde, so passt besser mit dem Gold. Poncho. Nee, Mann, das Weiße kann ruhig passen. Fehlt, wie gesagt, noch ein Schlafanzug. Also, hier waren wir auch noch nicht, Leute. Da drüben, da unten. Da waren wir auch noch nicht. Wir gucken uns erstmal ein bisschen weiter um. Also diese Holo-Karte, die checke ich noch nicht zu 100%. Das grün heißt verfügbar, okay. Das heißt, da waren wir noch nicht, das können wir benutzen. Also ab und zu hilft sie uns schon. Wir sehen hier, das ist diese Wand, die versperrt ist. Hier waren wir gerade. Und das war, glaube ich, der Weg, wo wir nicht hoch konnten gerade, ne? Wo wir da hochspringen wollten, aber nicht hoch konnten. Okay, dann gehen wir einfach mal erstmal diesen Weg lang hier unten. Und schauen mal, was es hier so gibt. Der ist jetzt nämlich neu und verfügbar. Okay. Abkürzung freigeschaltet. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt sind wir hier weiter oben. Da können wir nicht lang. Wir können uns hier quasi rüberschwingen. Oder wir gehen hier lang. Ja, es gibt jetzt viele, viele, viele verschiedene Wege, die wir erkundschaften. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, Bruder, haben die mich geschrocken. Oh, Junge, wie der die auseinander nimmt, ne? Zu sexy, Alter. Bleib mal stehen. Oh mein Gott! Alter, diese scheiß Raupen, ne? Die nehmen mich so komplett auseinander. So. Alter, oh mein Gott. Schön langsam machen und dann platt machen. Heilige Scheiße. Es gibt hier so viele verschiedene Wege, Leute. Wir müssen uns die echt alle gut einprägen. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich will natürlich auch nichts hier skippen, sondern ich will hier schön in Ruhe voranschreiten. Aber du gegen die Bockratte? Was haben wir hier drin? Lichtschwerthülse erhalten. Mut und Weisheit 2. Okay. Können wir hiermit auch irgendwas machen? Oder müssen wir hier irgendwas einsetzen? Scannen. Splocks. Fähigkeitspunkte erhalten. Die Frage ist auch jetzt erstmal, wo wir lang gehen, ne? Wir hatten ja unten auch nochmal Wege. Wir gehen erstmal runter wieder. Ich will alles hier in Ruhe erkundschaften. Okay. Oh! Also, kleine Insekten, ne? Wir machen schon ein paar Lava hier. Natürlich will man hier alles auch mitnehmen, ne? Ah, guck mal, hier haben wir auch was. Echo wahrnehmen. Siehst du, wir haben überall Sachen, die wir erkundschaften können. Jemand hat hier gelagert. Wir hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Die nannten sie Beinock. Beinock, okay.
So, wir können da jetzt mal rüber. Okay, komm, wir gehen jetzt mal darüber. Dazu müssen wir erstmal hier lang, ne? Ja. Ja, alles Step by Step. Es ist so wie ein Abenteuerspiel irgendwie, ne? Es ist übel heftig. Weiter. So. Ne, warte mal. Sind wir jetzt hier, wo wir schon waren? Boah, Leute, ich verliere den Überblick, ne? Ohne Scheiß, ich verliere echt den Überblick. Sag mir jetzt nicht, das ist jetzt die Halle, wo wir schon... Hier waren wir doch aber schon mal. Irgendwas sagt mir, dass wir in der letzten Folge hier drinnen gewesen sind, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir meditieren mal, damit wir schon mal unsere Gesundheit ein bisschen aufladen und speichern. Ah, wir können... Okay. Wir können erst hier unseren Fähigkeitsbaum erweitern. Okay, okay, okay. Ah, tut mir leid, das habe ich vercheckt, ey. So. Wir erhöhen mal unsere maximale Gesundheit. Hier können wir ja nur meditieren. Sorry, das habe ich komplett vercheckt. Wir können ja nicht einfach nur den Baum erhöhen und dann maximale Macht... Sprint oder Karls Verteidigung verbessert sich dadurch, erleidet er durch Angriffe weniger Block. Ja, Mann, das finde ich auch gut. So, haben wir die 2 Blockausdauer erhöht. Perfekt, das heißt, wir können besser die Attacken aufblocken. Und wir ruhen uns mal hier aus, damit wir Leben und Fokus aufladen. Genau so. So. Und jetzt kann es auch direkt weitergehen. Aber hier waren wir definitiv schon. Können wir mal die Holokarte aufmachen? Zu 100% waren wir hier. Ja, das muss ich noch ein bisschen checken mit dieser Holo-Karte und Holo-Penis und was weiß ich alles was. Können wir mal gucken hier. Boah, ja. Ja, guck, hier waren wir schon nämlich. Krass. Krass, okay. Also müssen wir uns auch wirklich merken, wo wir schon waren, wo wir noch nicht gewesen sind. Frage ist, boah, jetzt müssen wir wieder komplett eine ganze Runde drehen oder was? Und dann war das nicht so schlau, was wir gemacht haben. Müssen wir wieder komplett zurück, Leute. Ja, passiert. Es ist auch ein bisschen so ein kleines Labyrinth hier, ne? Die Gegner werden wieder neu gespawnt. Boah, nimmt er die auseinander. Aber ist es... Was? Woher kommt der denn wieder her? Alter! Egal, ich muss den nochmal holen, dieses Riesenvieh. Alter. Alter, der ist ja... Junge, wie stark der ist. Junge, ey, der holt mein ganzes Leben wieder weg. Ich darf hier nicht sterben, Leute. Hau mal ab. Ey, 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 Bruder, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss diese kleinen Pillen benutzen, die ich da kriege. BD1. BD1. Wow. Piss dich. Alter, ist das ein Riesenvieh. Bam. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Bruder. Jetzt aber, jetzt habe ich... Komm, komm. Start, Junge. Meine Güte, Alter. Der mit seiner... Eigentlich war doch seine Schwäche, seine scheiß Zunge abtrennen. Junge, Junge, ist das ein Riesenmonster. Heilige Scheiße, ey. Okay. Klettern jetzt mal wieder hier hoch, Leute. Boah, ey. So, und hier waren wir doch schon, oder? Ja, genau. Hier waren wir. Genau. Genau. Ich erinnere mich wieder zurück. So, hier waren wir. Ey, es ist gerade echt ein riesiges Labyrinth, ne? Wir müssen gerade echt mal so ein bisschen überlegen. Warte mal, gerade waren wir hier vorne. Okay, wir gehen nochmal da zurück. Ich mach das schon, Leute. Ich mach das schon. Keine Sorge. So, jetzt nehmen wir wieder den Aufzug hier. Nein, jetzt ist der oben. Den muss ich aber irgendwie runterholen können, oder? Ich wollte schon sagen, ey, ich hätte ihn jetzt nicht runterholen können. Ja, nicht falsch verstehen mit runterholen. So, ab nach oben. Ab nach oben. Okay, jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen und wieder runterrasen. Vielleicht sollten wir doch ab und zu mal die Holo-Karte verwenden. So wie ich mich kenne, mache ich das selber jetzt gleich nochmal. Das wäre lustig. Ach du Scheiße, was ist das denn? Da ist dieses Riesenvieh, was wir auch letzte Folge gesehen hatten. Hier kann er nicht lang rennen, ne? Ja. Boah, Junge. Nimmt der. Komm. Oha, Bruder, ganze Großfamilie kommt hier. Hälfte gehört Arafat. Jawohl. So. Jetzt müssen wir uns erstmal umgucken, wo es weitergeht. Also hier unten gab es, glaube ich, nichts mehr. Wir hatten ja, glaube ich, noch gerade einen anderen Weg, den wir gehen konnten. Deshalb erstmal hier eine Ruhe umschauen. Wir haben vorhin hier eine Kiste, glaube ich, irgendwo war es sogar geöffnet. Guck mal da. Was haben wir denn da Schönes? Na? Wow. Guck mal, überall kommen die wieder alle gespawnt aus... Alter. Und mein Leben, ne? Etwas Hilfe vielleicht, CD1. Ich brauche dieses Leben von dem unbedingt. Also hier unten geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter.
Jawohl. SCOMP-Anschluss. Was stand da? Bam. Jawohl. Okay. So. SCOMP-Anschluss muss die Bedingungen dieses Geräts repariert werden, okay? Das heißt, den kleinen müssen wir erstmal reparieren. So. Jetzt sind wir hier oben. Hier waren wir nämlich noch nicht. Wir können da jetzt rüber. Ja, das ist der einzige Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Den sind wir ja schon vorhin gegangen. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal diesen Weg hier lang. Ja, krank, wir haben schon über 20 Minuten wieder gezockt, ne? Zu krass. Ich glaube, diese kleinen Dinger zeigen uns auch so ein bisschen den Weg, habe ich das Gefühl. Oder waren wir jetzt hier schon? Ne, Mann, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier schon gewesen sind. Hier sieht aber auch alles gleich aus, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Nein. Boah, ich dachte, der schafft's nicht. Jawohl, hier waren wir safe noch nicht, zu 100%. Okay. Ah, das wollte man doch sogar suchen. Jetzt sind wir hier angekommen. Altes Gebäude. Wow, dann los. Leute, wir waren nämlich, glaube ich, gerade unten auf der anderen Seite und konnten da nicht hoch, oder? Vertue ich mich da gerade? Ich weiß es nicht. Nur hier waren wir noch nicht. Lass mal alles schön begutachten hier. Guck mal, da ist auch nochmal ein riesen Weg nach da ganz hinten. Wohin führt der denn hin? Das würde ich auch mal gerne wissen. Boah, guckt euch das Wasser an, Leute. Oh mein Gott, ey. Ey, sorry, das habe ich gerade unbewusst gesagt, ne? Aber ihr wisst ja Bescheid. Ich und das Wasser sind eins. So wie er, wie Karl langsam eins mit der Macht wird, sind wir eins mit dem Wasser. Okay. Aber seht ihr, bevor wir weitergehen, guck mal, was wir hier noch gefunden haben, hä? Was ist das denn? Dann können wir ja gar nichts machen. Da unten waren wir ja, glaube ich, nämlich schon. Guck mal, ist noch ein riesen Skelett. Wo ist denn der Kleine? Ah, der kann da was scannen, glaube ich, oder? Der rennt irgendwo hin. Der will uns damit was zeigen, oder? Wohin rennt er hin? Ne, okay. Dann gehen wir jetzt mal da oben rein und gucken, was sich hier drin verbirgt, ey. Geil. Krank, schon wieder 23 Minuten gezockt. Ich liebe dieses Game. Abgöttisch, ne? Es macht so viel Spaß. Nimmt den Like-Button auseinander, Freunde. Es wird jetzt jeden Tag kommen. Ihr dürft auch keine Folge verpassen. Denn das wird bestimmt legendär hier. Legen Zahn zu, BD1. So. Ich will natürlich versuchen, nichts wie unmöglich hier. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Wir meditieren lieber vorher nochmal. Komm. Safety first. Ich weiß, man sollte es nicht jedes Mal machen. Wenn ihr noch Tipps für mich habt, Leute, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwie sagt, ey, ja, nee, du könntest da noch drauf achten. Versuch damit die Holokarte zu analysieren und. Mach dies, mach das. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Was ist das denn? Scannen. Soll sie mal scannen. Inschriften. Das Gewölbe besteht aus Kanit, einem harten mineralischen Stein. Die Innenwände sind mit Metallplatten und Inschriften veriziert. Da die Glyphen in keiner galaktischen Datenbank erwähnt werden, ist die Sprache vermutlich nicht verriefert. Hier haben wir auch was. Opfergaben. Okay. So. Ne, es war doch nicht so, wie ich es vorhin gedacht hatte. Aber ja, jetzt geht's hier weiter. 3, 2, 1, let's go. Mal gucken, was jetzt kommen wird, Leute. Er wird eins mit der Macht. Und ein neuer Weg öffnet sich. Sieht eigentlich geil aus, ne? Okay. Was ist das für ein Weg? Bruder, jetzt darf ich das aber sagen. Guckt euch das Wasser an. Bitte. Krank, was ist das denn hier? Das sieht übel heftig aus, ne? Heilige Scheiße. Erreiche das Gewölbe. Aufgabe erreicht. Geht's dir gut, BD? Ah, Hologramm. Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel.
erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Okay. Krank. Okay, das heißt, anscheinend werden wir jetzt noch eine weitere Aufgabe bekommen, die wir meistern müssen. Voll süß. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das, tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ja, Freunde. Sollen wir noch weitermachen? Sepho, Reiseziel freigeschaltet. Sepho. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das ist eigentlich der perfekte Augenblick, um diese heutige Folge zu beenden. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende der zweiten bzw. dritten Star Wars Folge angekommen. Wir machen beim nächsten Mal genau hier weiter, wenn es wieder heißt Jedi Fallen Order. Nehmt den Like-Button auseinander, wenn ihr wieder die 10.000 Likes macht, das wäre überwältigend. Heute kommt noch WWE online und morgen geht es dann direkt weiter mit Star Wars. Wenn ihr dieses Video auch an irgendeinem anderen Tag sehen wollt, merkt euch eins, jeden Tag kommt eine Folge. Ihr könnt euch alles von Anfang bis zum Ende reinziehen. Ich verabschiede mich, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein und ciao.